Lars und ich, wir haben heute schon den Tag im schönen Heidelberg verbracht. Lars, was gefällt Ihnen denn besonders gut hier? Mir gefällt die Idylle sehr gut hier. Es ist ruhig, es ist nicht so wie in der Stadt, bei mir in Köln. Man ist schnell in Frankreich, man ist schnell in der Schweiz, wenn man möchte. Aber Heidelberg ist immer noch die beste Stadt. Wenn Sie hier dann mal zu Besuch sind, das ist ja auch nicht immer, was machen Sie dann hier Schönes? Wir spazieren sehr häufig. Wir sind auch oben auf dem Schloss und auf der Neckarwiese, aber meistens chillen wir im Garten. Sie leben ja eigentlich in Köln oder überwiegend. Was ist schöner, Köln oder Heidelberg? Naja, Köln ist eine Großstadt und eine Großstadt hat auch immer viel Schönes. Aber durch meinen Partner bin ich echt zum Landmenschen geworden und deswegen geht nichts über Heidelberg. Sie wechseln ja quasi die Wohnsitze. Können Sie sich auch vorstellen, wirklich nur hier in Heidelberg zu leben? Wie ist denn da so die Zukunftsperspektive bei Ihnen? Ja, also Zweitwohnsitz bin ich hier schon angemeldet und hoffe, dass es irgendwann dazu kommt, dass Heidelberg mein Erstwohnsitz wird. Tatsächlich, da hat der Partner aber ganz schön viel Einfluss bewirkt. Auf mich, ja. Sehr schön, dann hoffen wir, dass Sie noch sehr, sehr viel Schönes erleben werden hier bei uns in der Region. Und vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.